aus dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Gast ist heute Peter Wohlleben. Live-Musik kommt von Mio. Und er ist der Grund, warum Kevin Großkreuz schon wieder eine Schlägerei verwickelt wurde. Hier ist Pierre. Willkommen, hallo Smith, unsere Showman! Vielen Dank und herzlich willkommen, Jan, unser Redakteur! Und vielen Dank, Herr Seifert von der Leopoldstraße! Herzlich willkommen bei uns im Schwarzwald. Schwarzwald, ich muss mir angewöhnen, die Konsonanten besser zu betonen, im Schwarzwald. Falls Sie gerade hier nicht von hier kommen und, sagen wir mal, keine Ahnung, verrückterweise aus Bayern hierher kommen, nur um Bier zu trinken, weil es umsonst ist, einen kleinen Tipp für Sie, machen Sie einen Schwarzwaldspaziergang, es ist sehr, sehr schön, aber Sie dürfen sich kein Souvenir mitnehmen, ne? Das ist verboten, denn jetzt gibt es ein Gerichtsurteil, schauen Sie, Wildschweine dürfen nicht im Garten gehalten werden, das ist verboten. Gibt es jetzt ein Gerichtsurteil? Keine Wildschweine im Garten, gut, Ausnahme ist, wenn sie auf dem Grill liegen, das geht. Im Garten ist, das wusste ich nicht, im Garten ist das Halten von Wildschwein nun ganz offiziell gerichtlich verboten. Das entschied der amtierende Richter Obelix. Ist so, ist journalistisch fundiert. So. Was macht man eigentlich als Politiker, wenn man gerade überhaupt nicht in den Medien stattfindet? Was macht man da? Stimmt, man fordert etwas. So wie zum Beispiel Bodo Ramelow. Er fordert eine neue Nationalhymne. Wilder Bodo Ramelow, haben Sie vielleicht gehört, ne? Sarah Connor findet das sehr gemein, weil sie jetzt endlich die alte auswendig gelernt hat. Schon wieder neue. Den meisten Deutschen ist das völlig egal, solange die Tatortmelodie unverändert bleibt. Thüringens Ministerpräsident ist das, Bodo Ramelow. Ich sag's Ihnen nochmal, das ist der Ministerpräsident von Thüringen. Er möchte eine neue Nationalhymne, weil ihn die aktuelle Nationalhymne an Nazi-Aufmärsche erinnert. Ich sage ja, mich erinnern eher Nazi-Aufmärsche in Thüringen an Nazi-Aufmärsche. Viele Fans von Bernd Stelter, und ich weiß, wir haben einige im Publikum, fragen sich, was passiert eigentlich mit dem Doppelnamen nach einer Scheidung? Gerhard Schröder will seinen zurückhaben. Das wird hier gerade kolportiert. Gerhard Schröder soll seine Ex-Frau aufgefordert haben, seinen Namen abzulegen. Sie erinnern sich, Doris Schröder-Köpf. Sie soll das Schröder in Schröder-Köpf soll sie abgeben. Sie sagt, sie sei nur dazu bereit, die Reihenfolge der Namen Schröder und Köpf umzudrehen. Ja. Komische Forderung eigentlich, ne? Den Namen wieder herzugeben. Das ist meins, gibt es wieder her. Im Gegenzug könnte ja Gerhard Schröder, ist übrigens unser ehemaliger Bundeskanzler, ich sag's nochmal, viele wissen es vielleicht nicht mehr, Gerhard Schröder könnte ja seinen Namen dann auch ändern und den Namen seiner besseren Hälfte annehmen. Das wäre doch fair. Das ist ein komplizierter ausländischer Name, das weiß ich auch. Er hieße dann Gerhard Putin, genau. Wo wir gerade bei lupenreiner Demokratie sind, am 26. Mai wird das Europaparlament gewählt, meine Damen und Herren. Und vielen geht es mit den dort zur Wahl stehenden Politikern wie mit dem Dschungelcamp. Ne? Man kennt irgendwie keinen und muss trotzdem wählen. Und nächste Woche sehen Sie hier auf diesem Sendeplatz eine Spezialausgabe dieser Show zur Europawahl. Ich war in Brüssel und habe dort unter herausfordernden Schlechtwetterbedingungen recherchiert. Das sehen Sie nächste Woche. Wir haben sehr viel gedreht. Und weil so viel übrig ist, dachten wir, wir zeigen Ihnen jetzt schon mal das, was es nicht in diese Sendung geschafft hat, als exklusiven Vorgeschmack auf unsere Sondersendung nächste Woche zur Europawahl. Also hier bitteschön Stadtrundfahrt durch Brüssel. Wir sind da, in Brüssel, dem Herzen der EU. Aber bevor ich Sie jetzt mit Politik verschrecke, zeigen wir Ihnen erst noch mal ein paar Feel-Good-Travel-Bilder, die jeden Influencer vor Neid erblassen lassen. So richtig Feel-Good war das jetzt irgendwie nicht. Also auch vom Wetter her so. Egal. Brüssel wird bestimmt von Touristen aus der ganzen EU bereist. Mal sehen, wer sich hier so unterstellt. Where are you from? Are you from Germany? So no, we can... no, thank you. I'm from Mexico. Yes, we... Mexico! Knapp vorbei. Aber hey, Mexikaner wissen ja auch, welchen Ärger Grenzen machen können. Also wird sich hier doch authentische Begeisterung für die EU finden lassen. Can you feel that spirit here, that a lot of nations live together in peace, without borders and very friendly? So that's the theoretic part. Of it. Yeah, 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 absolutely.
Ich beschließe, dieses emotionale Gespräch zu unterbrechen und mir einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Also, sobald es aufhört zu schütten. Ja, ja. Ja. Größe. You are from Germany? Yeah, we are from Germany. Which part of Germany? And we're in the southwest, like Stuttgart, Mannheim, Heidelberg, Pforzheim, Karlsruhe, Gaggenau, Neuweier, Aachen, Stupferich, Stutensee. Und so weiter. Nachdem ich die beiden sympathischen Mexikaner mit Sendegebietswissen sediert habe, ziehe ich los. Vielleicht findet sich ja zufällig jemand, der mir Brüssels Altstadt zeigt. Ach, guck an, das war ja einfach. I'm Luke, nice to meet you, Pierre. Luke, it's a pleasure to meet you. Take a place. Okay, thank you very much. Oh, it's very comfortable. Where's the first class section? That way. Okay, thank you. Sonst lasse ich mich ja nicht so leicht von fremden Männern in ihr Auto locken, aber dieses Tuk-Tuk bietet einen großen Vorteil. Regenschutz. Und für das Kamerateam ist es auch voll praktisch. Here on my right side, you see this man. This is the statue of a very famous singer. This is Jacques Brel. Oh, Jacques Brel! And is he always holding an umbrella, or is that a symbol for something? Oh, no, he's not holding an umbrella. No, the statue, not the man. Oh, sorry, we thought you're Jacques Brel. Here, that's for you. It's for the European Union, because it's very good, the European Union. You can have it. It's a... We're from England. Very good. Oh, no, then give it to me back. Give it to me. No, you cannot have that. Okay, keep it. Briten mit EU-Fähnchen. Brüssel bietet echt die verrücktesten Sachen. Mal sehen, was man uns sonst noch so empfehlen kann. May I ask you something? Is this your first time in Brussels? Yes. To try eat chocolate. Okay. Do we have chocolate for her? Some Snickers or something? This is a Knoppers. Okay. But it's very important you may not eat it after 9:30. Okay, very you. Important. Okay. It may not get wet and you do not have to feed your baby after midnight, because then it becomes a gremlin. Okay. Thank you. Okay. Auch Luc bietet uns weiterhin exklusive Erlebnisse an. Vielleicht sogar ein Ticken zu exklusiv. So we'll go now to see a beautiful little boy. We're going to see a beautiful little boy. Yes. Okay. I'll tell you about him. That's a bit awkward. No. I don't know. Are we going to Neverland Ranch? Because that's far away. It's a little bit far away. Keine Ahnung, was jetzt kommt. Ah, doch, ich weiß es. Au! Was denn? Ich weiß, was er meint. Aua. Er meint Mannequin Piss. Schon in der Schule nannte man mich nicht umsonst Idiot. Ich meine Blitzmerker. Raindrops are falling on my head. Und dann sehe ich ihn. Und seine ganze Pracht. There is a mannequin piece here on my right side. You see, he is. And it's raining, I love it. You don't have to piss, it's already raining. Aufgrund der Wetterlage beschließe ich, diese Sehenswürdigkeit auch aus dem Tuk-Tuk ausreichend würdigen zu können. Dafür schmeiße ich aber ein paar Fähnchen in die Menge. This for you? Okay. It's not made of chocolate, please do not eat that. Okay, thank you. Thank you. Look, it was a pleasure. Oh, for me too, yeah. Tuk-tuking with you. Take this. Thank you. This is a present for me. Thank you very much. Thank you very much. Nice to meet you. Bye bye. Danke schön, Pierre. Danke. Ach, du sprichst Deutsch, sagt jetzt erst. Oh mein Gott. Und wenn Sie jetzt denken, Moment mal, ist der Krause jetzt extra nach Brüssel gefahren, nur um sich auf meine Kosten im luxuriösen Promi-Tuk-Tuk rumkutschieren zu lassen? There is a seating heating, or is my butt that warm? No, this is a seating heating. Ich habe eben noch kurz gedacht, oh, mir ist ein Malheur passiert. Aber es ist nur die Sitzheizung, Gott sei Dank. Dann keine Sorge. So kurz vor den Europawahlen habe ich in Brüssel natürlich auch Bier getrunken. How many beers do you have? Something. Cheers. Meine Güte, ich bin so betrunken. Und Waffeln gebacken. They don't want to eat my waffles. Let me get this straight. I pay you. You have to eat what I cook. Okay? Und ja, dann habe ich auch noch Abgeordnete getroffen und sie mit allen Fragen konfrontiert, die wir uns schon immer zur EU gestellt haben. Was macht denn eigentlich ein Abgeordneter wie Sie den ganzen Tag? Und mit Fragen, die sich noch niemals irgendwer gestellt hat. Wie gehe ich mit Europa ins Bett? Freuen Sie sich auf das Wahlspezial aus Brüssel. Nächste Woche Wahlspezial aus Brüssel hier auf diesem Sendeplatz. Jetzt freue ich mich sehr auf tolle Gäste. Peter Mohnen ist mein Gast. Musik kommt von mir und unsere Showband ist wie immer Smash!
weiß, ich sag's immer wieder, aber es ist halt auch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist auch, dass ich mich sehr freue auf meinen Gast heute. Er ist nämlich einer der sympathischsten Menschen, die Sie je in einem Wald getroffen haben. Ich freue mich wirklich sehr, dass er heute bei uns ist. Er ist ein wahnsinnig sympathischer, authentischer Typ. Ich kann das sagen, weil ich habe schon 2 Tage mit ihm im Wald verbracht und ich habe mit ihm und Hannes Jenicke im Wald übernachtet. Und das sind die Momente, da fällt auch die Maske. Und seine ist nicht gefallen, weil er ist wirklich so, wie er sich gibt. Er ist einfach ein dufter Typ, mit dem man gerne Zeit verbringen möchte. Jetzt gibt es von ihm auch ein eigenes Heft. Wohllebenswelt heißt es. Und das Schöne ist auch für unser Publikum, da ist nicht nur Text drin, sondern auch sehr viel Bild. Ne, Raoul? So. Und wir freuen uns sehr, dass er heute da ist, meine Damen und Herren. Wir haben viel zu besprechen. Hier ist der wunderbare Peter Wohlleben! Groß und fast groß. Ich möchte mich sehr entschuldigen. Vor all diese schlechten Witze, Peter. So. Wie lange sitzt man, wenn man so ein Magazin hat, an dem Namen beispielsweise? Also man steht relativ viel rum, man sieht es ja vorne an einem Bild. Ja, stimmt. Nein, also den Namen habe ich mir zum Glück nicht ausgedacht, den habe ich geerbt. Sehr, sehr gut. Du machst in deiner Waldakademie, oder vielleicht sagst du mal ganz kurz, was ist denn eine Waldakademie? Man lernt über den Wald. Ja, also das, zum einen gibt es Events rund um die Themen von Bücher und Zeitschrift, aber wir fördern auch Waldbürgerinitiativen. Das ist ein ganz tolles demokratisches Instrument. Also eine Person, die im heimischen Wald irgendwie was nicht in Ordnung findet und wendet sich an die Presse, ist ein Querulant. Ja. 4 oder 5 sind eine Bürgerinitiative. Das kann man fördern. Das ist ein tolles demokratisches Instrument. Und Demokratie heißt eben nicht nur alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen. Also sowas fördern wir. Wir unterstützen Forschung und Wissenschaft. Wir bieten, wie gesagt, auch Events an, Gespräche. Also keine Kindergeburtstage, aber sonst fast alles. Also alles, was rund um das Thema Wald Spaß macht und den Wald gleichzeitig schützt. Weil du gerade gesagt hast, Demokratie ist nicht nur da, um alle 4 Jahre ein Kreuzchen zu machen. Inwieweit hast du denn die Politik als Unterstützer? Ja, also das ist natürlich ein dickes Brett, was man da bohren muss. Ja. Darfst du aber nicht, weil das tut dem Holz weh. Genau. Und deswegen gehe ich lieber, zum Beispiel, ich war jetzt vor ein paar Wochen im Europaparlament, ich bin in 4 Wochen in Berlin unterwegs. Das heißt, so Sachen mache ich auch, aber noch lieber gehe ich an die Waldbesitzer ran. Und das sind natürlich Sie alle. Ne? Ja. Der Wald gehört Ihnen, der öffentliche Wald. Und da können Sie sich auch kräftig einmischen. Und das machen die Menschen auch zunehmend. Und das zeigt schon Wirkung. Ist das wirklich so? Gehört mir der Wald? Also darf ich zum Beispiel, ich denke, also ich liebe den Wald tatsächlich. Ich bin wirklich gerne dort und ich gehe auch gerne wandern und so, auch einfach weil es zu spießig ist und ich mich anpasse. aber man bleibt ja immer auf den Wegen und so. Und ich muss sagen, ich finde es schon interessant, auch querfeld einzugehen, weil man sieht ein bisschen mehr und so. Darf ich das eigentlich? Ist das erlaubt? Ja, also man darf in Deutschland zum Beispiel viel, viel mehr als in den USA. Also du darfst querfeld ein durchlaufen, du kannst es auch mitten im Wald machen, du kannst Bären pflücken und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viel, was du dort tun kannst und ich ermuntere die Menschen, das auch zu machen. Ja. Man denkt ja immer, man stört da. Nein. Das Einzige, was du machen solltest, laut sein. Also rede wenigstens mit dir selber, wenn du keinen dabei hast. Ja. Und dann wissen die Tiere, du bist kein Jäger. Davor haben die nämlich Angst. Ne? Ansonsten, ach, die Tiere haben sich sozusagen daran gewöhnt, da ist einer mit dem Schießgewehr. Genau. Und der ist leise. Ach so. Und wenn der laut ist, das würde ja kein Jäger machen, ne, dann ist das irgendein harmloser Pierre M. Krause und dann kommt die raus. Ja. Und der Fuchs denkt, das ist doch einer von uns. So, ja. Ah, okay. Genau, probier's mal aus. Ich dachte, man muss leise sein, damit man die nicht stört. Ich hätte immer so mit Respekt und so. Man da, also das heißt, ich gehe da rein und singe atemlos. Und ja, das vielleicht nicht gerade, aber ansonsten. Nein, also ich mache das auch mit Kindergruppen. Die lasse ich zuerst immer schreien. Wenn ich die frage, müsst ihr im Wald leise sein? Ja. Sag ich, nein, ihr könnt schreien. Und dann geht das immer so. Und ich sage, lauter. Und dann halte ich mir schon die Ohren zu. Ja. Weil dann legen sie richtig los. Dann sind die Kinder entspannt, die Tiere sind entspannt. Und dann kann man schön in den Wald gehen. Und ihr macht auch sowas, das, was wir ja auch gemacht haben. Du übernachtest auch mit den Leuten im Wald. Und machst ja richtig so. Was sind da so die Erfahrungen? Also gerade wenn Väter und Söhne zum Beispiel gemeinsam in den Wald gehen. Dann wird Papa ja auch zeigen. Ne? Das ist die ungünstigste Kombination. Also ja? Ansonsten ist das ist alles immer ganz toll. Väter mit Söhnen ist auch für die Söhne ganz toll. Aber die Väter, da geht es schon so nach 2 Stunden los. Da vermisst man so ein bisschen die Fernbedienung. Und Handyempfang gibt es bei uns übrigens auch nicht in den Tälern. Also das ist eine Härtetour für die Väter, für die Söhne ist das immer ganz toll.
Für die Väter ist es. Für die Väter, die wollen ja eigentlich gar nicht in den Wald. Die wollen einfach nur was Tolles mit ihrem Sohn machen. Ja. So die typische Männergeschichte. Also die Jugendlichen, die haben es dann auch drauf. Wie gesagt, die Väter sind dann oft schon so ein bisschen so in meinem Alter und dann ist es mit dem Abenteuer doch ein bisschen reduziert. Ich habe dich kürzlich einen Satz sagen hören, der fiel so nebenbei und es wurde gar nicht länger darauf eingegangen. In einer Talkshow, ich erinnere mich nicht an welche. Und zwar ging es da um unsere deutsche Ikone, die deutsche Eiche, die ja für Stabilität und für Werte so. Und du sagst so nebenbei, ja, die ist eigentlich ein Weichei. Mhm. Ja, warum ist denn, weil alles bricht zusammen. Ich komme mit dieser modernen Welt nicht mehr klar. Warum ist denn jetzt die deutsche Eiche ein Weichei? Also mal so, die ist nicht grundsätzlich ein Weichei, aber hier bei uns dominiert die Buche. Ne? Und da hat die Eiche echt schwer. Ne? Die braucht mehr Licht, das nimmt ihr die Buche weg. Die braucht auch Wurzelraum, das nimmt ihr die Buche auch weg. Und wir würden dann anfangen zu heulen und die Eiche bildet dann so kleine Ästchen am Stamm. Ne? Und die zeigen, dass sie echt langsam Panik kriegt. Also die ist eigentlich, naja, Weichei, die ist bedauernswert ab und zu. Die Eiche ist eine Pussy. Kann man das jetzt so tatsächlich? Okay. Das hast du gesagt. Und wie, ganz ehrlich, Sie zu Hause, wenn Sie durch den Wald gehen, wie viele Bäume können Sie benennen? Das ist doch auch oft ein Trauerspiel, oder? Ein Trauerweidenspiel. Man hat viel weniger Ahnung, als man eigentlich denkt und sagt, Buche würde ich noch hinkriegen, Eiche würde ich noch. Und dann wird es aber dünn, oder? Finde ich gar nicht schlimm. Also das interessiert mich auch nicht. Bei meinen Waldführungen mache ich so, also ich erkläre keine Baumarten, das ist ja langweilig. Ja. Ich erzähle lieber über das Internet des Waldes, ne, wie die Bäume sich Nachrichten über das Pilznetzwerk funken. Das ist super gut erforscht mittlerweile. Da laufen wirklich Nachrichten über Insektenattacken. Du siehst Baumgruppen, wo Baummütter ihren Nachwuchs regelrecht stillen. Solche Sachen, das finde ich spannend, das erzähle ich. Aber ob du jetzt weißt, das ist eine Eiche, das ist eine Pappel, das ist eine Esche und so weiter, das ist doch langweilig, oder? Deswegen weiß es ja auch nicht. Das stimmt. Birke kann ich mir merken, weil die diesen schönen weißen Stamm hat. Das ist übrigens echtes Luder, die Birke. Ne? Die hat so hängende Zweige und damit peitscht die ihren Nachbarn die Kronen kaputt. Was? Weil die mehr Platz will. Das heißt, die Eiche ist eine Pussy und die Birke ist eine Bitch. Das ist ja skandalös. Ja, im Wald ist auch nicht alles so einfach und nur Harmonie gibt es da auch nicht. Und gibt es einen freundlichen Baum, also einer, der sagt, ich bin der Peter Wohlleben unter den Bäumen. Welcher ist das? Ja, das ist die Buche. Die ist echt sozial. Ja, ne? Natürlich. Die versorgt auch alte Stümpfe, ne? Also ist wirklich auch sozial total gut drauf. Da gibt es sozusagen auch ein Altenheim im Wald. Also ja, die Buche, die gefällt mir richtig gut. Es ist ein echter Kumpel. Wir haben ja diese zwei Tage für diese wunderbare Sendung Der mit dem Wald spricht, die übrigens wiederholt wird, auch im SWR-Fernsehen. Ich kann Ihnen die nur ans Herz legen. Sie ist auch in der Mediathek und bei YouTube abrufbar. Da haben wir gemeinsam im Wald übernachtet und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und weil das so schön war, gucken wir mal noch einen ganz kurzen Ausschnitt daraus an, weil wir haben mit Hannes Jenicke dort sozusagen gecampt und irgendwann gab es auch Zigarren, weil man will es sich ja auch schön machen. Ein kurzer Ausschnitt aus unserem Abenteuer. Pierre, du als Erster. Kann man die sogar aneinander anzünden? Geht das? Nein. Ist das Stilbruch? Okay. Es geht gar nicht. Geht also gar nicht im Sinne von Stil? Geht gar nicht, ist bei mir ein Reizwort. Ja. Oder ist physikalisch unmöglich? Glaube ich nicht. Es geht wirklich nicht. Geht nicht? Aber du, das sieht sehr nach Verbrüderung aus. Ich finde das sehr schön. So romantic. Überlegen nur gerade, was hast du gemacht? Ich habe mir nachts im Wald mit Peter die Zigarren aneinander gehalten. Okay, okay. Hör auf zu erzählen. So, dann bist du spitze geglüht. Ja. Ja, so lange, bis die Spitzen geglüht haben. Riesengag. Ganz toll. Gelernt von. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, und dafür mag ich dich auch so, geht nicht, ist eine Provokation. Ne? So bist du schon auch. Also wenn einer sagt, das funktioniert auf keinen Fall, das kannst du nicht machen, dann ist es erst recht ein Anreiz, es zu tun. Ne? Ja, zumindest es auszuprobieren. Klappt dann nicht immer, aber in dem Fall auf jeden Fall. Wir haben uns dort ein Nachtlager gebaut. Also wir haben ja wirklich auch im Wald geschlafen. Aber wir haben natürlich Schlafsäcke und so weiter dabei gehabt. Wenn man mit dir unterwegs ist, dann kann man doch eigentlich auch im Wald schlafen, ohne fremde Hilfsmittel mitzubringen und sich das so ein bisschen gemütlich einrichten, oder nicht? Ja, genau. Zum Beispiel mit einem Bett aus Fichtenreisig. Oh, ein Bett aus Fichtenreisig. Super gemütlich. Das probieren wir jetzt mal aus. So ein Zufall. Wir sind ja mitten im Schwarzwald, Fichtenreisig da. Sind das, das weiß ich jetzt schon gar nicht. Ist das Fichtenreisig? Nee, das sind Tannen, aber egal, das tut's auch. Ja. Wo sieht man denn den Unterschied? Ja, an den Nadeln. Also Fichte sticht, Tanne nicht. Das kann man sich gut merken. Okay. Ja, genau. Fichte stichte, Tanne nichte. Okay. So, ja, Und wie würde ich mir jetzt hier, also wenn ich jetzt, wenn das jetzt, das ist jetzt im Wald, das ist eine sehr, sehr aufwendige Waldlocation, die wir hier aufgebaut haben.
Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ne? Ja, was macht man denn? Also worauf muss ich denn achten, damit ich zum Beispiel, ich habe so ein Federkernkissen, ich habe es gerne, wenn der Kopf ein bisschen höher ist. Na gut, ich kann es dir gerne erklären. Also, ja. Du legst die Zweige immer schön mit dieser Mittelrippe nach oben, dass sie so rumgebogen sind, nicht so rum. Ne? Also normal ist ein Zweig... Ne? Ach so, damit es so federt. Biegung nach oben, genau, da federt es ja besser. Okay. Und dann machst du praktisch zwei Rinnen. Nee, warte mal. So, ne, da macht man praktisch zwei so Bahnen und in die Mitte kann man sich dann legen. Ne? Also wenn man es hier ordentlich aber der so Länge nach... Aber so versteckt man auch eine Leiche im Wald, oder? Wenn man, ja gut, die Leiche liegt unten drunter, du liegst oben drauf. Ah, verstehe. Ne? Das ist der entscheidende Unterschied. Riecht auch nicht anders als bei mir im Bett. Okay. Was, da liegt die Leiche auch unten drunter, oder was? Nee. Ja, mein trauriges. So, guck mal, jetzt kannst du dich fast schon drauflegen. Und das ist jetzt gemütlich? Nee, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber... Stimmt, du hast recht, das ist nicht gemütlich. Also noch nicht ganz. So, und das Ganze mal 10 und dann ist das wirklich gemütlich. Dann federt das schön. Und wenn ich jetzt friere im Wald nachts, womit decke ich mich denn dann zu? Naja, also einen Schlafsack nehmen wir schon mit. Ne? Ach so. Du kannst ja auch laufen. Bist du eine Eiche oder was, du Pussy? Ich nehme doch keinen Schlafsack mit in den Wald, wenn ich mir hier selber... Wer hat gesagt, er friert? Nein, du kannst ja auch alternativ Laub in die Klamotten stopfen. Das kratzt aber ziemlich unangenehm, vor allem in der Po-Falte. Laub. Da spricht jemand aus Erfahrung. Musstest du schon sowas Selbstdemütigendes machen, dass du im Wald, das macht man ja, man muss sich ja auch mal entledigen, lösen, wie man unter Jägern sagt, dass du dann auch, also das, was die Natur dir bietet, benutzt? Ja, genau. Also die meisten Leute sagen, was nimmst du anstelle vom Klopapier, was würdest du sagen? Spontan? Na? Deswegen trage ich eine Krawatte. Nee. Du bist im Wald nicht dabei. Na? Ach so, ich bin immer gut gekleidet, auch im Wald. Was würdest du im Wald nehmen? Wahrscheinlich Laub. Ja, ne? Genau. Und Laub verrutscht. Viel Spaß beim anschließenden Essen. Also was sehr schön geht, das ist Moos. So Moospolster. Schön ablösen, wenn es geregnet hat, dann hast du sogar feuchtes Klopapier. Und sogar biologisch abbaubar. Ja. Das ist ja ganz schlecht. Das Einzige, für wen es schlecht ist, ist für die Moostierchen da drin, aber gut. Aber ist das nicht, komm, wir setzen uns, wir haben jetzt hier so eine schöne Location. Aber ist das nicht auch ein guter Dünger, wenn... Du musst da sitzen, der Stein ist größer. Achso, ich habe extra den großen Stein. Ist das nicht auch ein guter Dünger, wenn so Moos ein bisschen ange... Dünger? Nee, ja. Also ich glaube, ja, kommt drauf an, was du gegessen hast, aber ich glaube, Moos kann da drauf verzichten. Wenn du Urlaub machst, ja, wo du doch so viel im Wald bist, unser eins geht in ein Naherholungsgebiet und sagst, ach Mensch, nach so einem schönen Spaziergang durch die Leopoldstraße gehe ich mal hier in den Schwarzwald und schaue mir das mal an, baue mir ein Bett. Machst du dann überhaupt noch oder gehst du dann an eine vielbefahrene Kreuzung und machst Fenster auf der Mitte? Atmen frische Luft. Genau. Wie machst du Urlaub? Nee, also ich fahre zum Beispiel mit meiner Frau nach Lappland und wir wandern da eine Woche in den Nationalparks, also wo du auf 10.000 Quadratkilometer zwei so kleine Fältchen hast. Ne? Und kein Handyempfang, nichts. Du musst dir das ganze Essen mitschleppen. Da ist dann wirklich absolute Ruhe. Und hast du jemals irgendwie Proviantprobleme gehabt oder so? Dass du sagst, jetzt habe ich nicht mehr genug Essen dabei oder so? Also Essen haben wir immer genug dabei, eigentlich viel zu viel. Du kriegst ja auf so einer Tour immer weniger Hunger, aber Wasser hatten wir mal zu wenig. Das war in einem trockenen Sommer, wann war das? 2017, glaube ich. Da war es auch sehr trocken dort. Da sind wir gewandert und die Bäche, die da alle eingezeichnet waren, aus denen du immer trinken kannst, die waren weg. Und dann kriegst du ein Problem. Wenn du dann noch so 15 Kilometer zu laufen hast mit 20 Kilo Gepäck, so durchs Hochgebirge und hast nichts mehr zu trinken, also dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man verdurstet. Ne? Habt ihr dann angefangen, euren Urin zu trinken? Das wäre das Erste, was ich machen würde. Oder anbieten. Also ich würde erstmal versuchen, doch noch was zu finden. Aber okay, wenn du mal mit mir wanderst, kannst du gerne zu essen. Ich hab Durst, Peter! Okay, Moment. Nee, also ich habe dann immer schon meine Frau noch ein bisschen ermuntert und gesagt, komm, das schaffen wir schon. Und wir haben es dann tatsächlich auch noch geschafft. Und wie hat das gesagt, da kommt ja kein Rewe to go 24 Stunden offen, sondern woraus generierst du dann Wasser? Nee, du musst dann einfach laufen. Also ich meine, ich hab auf diese Eigenurintherapie eigentlich gesagt, ehrlich gesagt keine Lust gehabt und bin dann einfach weitergelaufen. Meine Frau notgedrungen auch. Und dann Wasser am Bach? Und dann sind wir an so einer Quelle vorbeigekommen, wo auch schon ein paar andere Leute noch gestanden haben wegen demselben Problem. Und dann hast du natürlich erstmal ordentlich getrunken. Ja. Und das gibt, weil ich denke immer, wenn da so, das ist doch, was da alles drin ist und es gibt doch bestimmt Magenverstimmungen und so, das kann man trinken dann da. Naja, also gut, die Frage stellt man sich dann erstens nicht. Ja, und zweitens, ist es da wirklich sauber? Du kannst da wirklich aus jedem Gewässer trinken. Das kennt man hier natürlich nicht. Hier würde ich das nicht machen. Da müsste man ganz genau wissen, wo entspringt der? Läuft der wirklich nur durch Wald? Ist dieser Wald nicht gespritzt? Und so weiter und so fort. Ne? Und das hat man da halt nicht. Ne? Also da kannst du wirklich grundsätzlich in Schweden an sehr, sehr vielen Stellen, aber da im Hochgebirge wirklich überall bedenkenlos draus trinken. Das ist ein tolles Erlebnis, wenn man es dann findet. Ne? Ja, ich glaube, ich wäre nach zwei Tagen tot. Ich wäre einfach so, also ich wäre schon, ich würde am Flughafen wahrscheinlich schon, weil ich mich verlaufe und das Gate nicht finde, da würde ich schon sterben.
Ja gut, also interessant, das, dann kämst du schon mal nicht in Frage als Reisebegleiter. Bist du gerne in der Stadt eigentlich? Bist du da gerne? Ja, also ab und zu schon, aber in der Regel nicht länger als ein, zwei Tage. Es wird bald einen Kinofilm geben, bald ist übertrieben, es wird daran gearbeitet. Mhm. Im Januar gibt es einen Kinofilm. Heißt das Kinofilm für dich, du im Unterhemd, stirb langsam, Wald stirb langsam oder sowas? bist du da der Actionheld oder was wird das für ein Film sein? Also ich bin eher der End. Ja. Schön langsam. Nee, also es geht um das Bäumebuch, wo die Baumphänomene verfilmt werden und das, was ich so mache. Also die Unterstützungsreisen, die ich da gemacht habe oder auch eben diese Waldakademie-Dinge, ganz, ganz viele. Ja, was ich so in anderthalb Jahren so getrieben habe. Aber richtig Kino. Wer spielt die Buche? Henning Kino. Baum? Wir hätten da noch eine Rolle für eine Zwergbirke. Vielen Dank. Peter Wohleben, meine Damen und Herren, mein Gast heute. Die Eiche unter den Förstern. Ach, sorry. Und jetzt geht's Musik. Ich freue mich sehr auf einen jungen Künstler, der als Straßenmusiker angefangen hat und irgendwann gesagt hat, ich bleib da dran, bis ihn ein Label entdeckt hat. Und es hat sich gelohnt, so ehrgeizig zu sein. Heute spielt er bei uns live zusammen mit unserer wunderbaren Band Smef. Hier ist er für Sie. Hier ist Mio! Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Mio, das ist natürlich mein neuer Mensch. Danke für die Einladung. Schönen Abend. Dankeschön und vielen Dank an Peter. Wohlleben. Bester Mann im Wald. Wohllebenswelt. Schönes neues Magazin. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Nächste Woche gibt es hier eine Spezialsendung zur Europawahl. Bitte gucken Sie sich das an. Es ist nämlich alles auch ein bisschen wichtig. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederfernsehen. Dankeschön. Euch das grandiose Video gefallen, dann so machen. Sonst gibt's morgen nämlich schlechtes Wetter. Tschö.